Faro und Reporter Mario auf Liebesmission. Sie wollen den Urlaubern helfen, ihre verborgenen Leidenschaften und Sehnsüchte zu erwecken. Ich lache dabei, entspann dich. Wünsche, die sie sonst nicht wagen auszusprechen. Faros erste Kandidaten sind ein Pärchen, die endlich mal einen kinderfreien Urlaub verbringen wollen. Da gibt es garantiert einiges zu besprechen. Es geht gar nicht so wirklich um Urlaub. Es geht um Hypnose. Ja. Und ich würde beide oder einen von euch gerne unter Hypnose setzen, wenn es zulässt. Nicht, aber nee, das ist nicht so mein Ding. Nee. Ja, ich mach das. Echt? Ja. Super. Finja will's wissen. Sie und Oliver sind seit 4 Jahren ein Paar, bringen beide je 2 Kinder mit in die Beziehung. Das Thema ist durch. Aber wie wär's mit heiraten? Glaubst du, man könnte auch noch einen Schritt weiter gehen? Wenn er mal den Anfang machen würde, dann... Okay, und wenn man das selber einfach in die Hand nimmt? Nee, also eigentlich ist das Männersache. Wenn ich dich loslasse, spürst du, wie der Körper in irgendeine Richtung gezogen wird, ohne dass du es willst. Immer tiefer und tiefer treiben, immer mehr. Würdest du gerne mal umgesetzt haben, wo du nicht wirklich drüber gesprochen hast in deinem Leben? Kann Faro Finja helfen, den nächsten großen Schritt zu machen? Jerome macht derzeit mit Freunden auf Mallorca Urlaub. Das hier ist nicht seine Liebste, denn die ist zu Hause geblieben. Was hast du dir für diesen Urlaub vorgenommen? Ein bisschen Spaß haben, braun werden. Und was passiert in Sachen Frauen? Ich darf mich dazu nicht äußern. Warum? Geht nicht. Aussage verweigern gibt's bei Faro nicht. Unter Hypnose macht er den Liebestest. Wie stellst du dir deinen richtig geilen Urlaub vor? Ja. Keine Sorgen. Allein unter Palmen schlafen, nichts tun, nicht arbeiten, nichts. Was ist denn mit Frauen? Einfach alleine. Alleine auf Malle? Das ist schwer bei so viel Angebot. Wird Jerome die Finger bei sich halten können? Nur gucken, nicht anfassen. Warum? Wenn man das nicht macht, wenn man jemanden zu Hause sitzen hat. Gibst du die über alles? Ja. Liebestest bestanden. Und um es noch einmal ohne Hypnose klarzustellen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Da kann sich zu Hause jemand sehr glücklich schätzen. Bei Robin sieht es da schon ganz anders aus. Bist du mit Freundin da? Nee, hab ich keine. Du hast keine? Der hat keine Freundin? Nein. Könnt ihr euch nicht entscheiden für ihn? Ach, ich bin auch ein bisschen wählerisch. Okay. Also keine Freundin. Aber Malle hat viel zu bieten, da wird garantiert jemand dabei sein. Wie muss die Frau deines Lebens aussehen? Der Mann. Ein Mann? Robin outet sich vor Faro als homosexuell. Doch was denkt er im Wachzustand darüber? Ich weiß gar nicht, wer manch geredet hat, ehrlich gesagt. Könntest du denn gewisse Vorstellungen haben, wenn du mal so ganz in dich gehst, worüber du geredet haben könntest? Wenn du zum Beispiel daran denkst, wenn du in den Bierkönig reingehst, was dann so passiert? Alkohol trinken. Und sonst noch so? Oh, was habe ich gesagt? Mario klärt Robin über sein Outing auf. Doch dieser ist sich nicht ganz sicher, was er davon halten soll. Nachdem du mir das jetzt gesagt hast, dass ich darüber geredet habe, wusste ich, ich weiß das eigentlich gar nicht mehr, dass ich darüber geredet habe. Aber ist egal, ich stehe da jetzt zu. Du stehst zu was genau? Ich stehe dazu, dass ich schwul bin. Komm her. Okay. Ich hoffe, danke. Ich bin nicht zu tief gegangen. Ja, doch eh, ein bisschen. Aber danke trotzdem, jetzt habe ich mich öffentlich geoutet. Ist aber nicht schlimm. Nicht schlimm, dazu stehe ich. Endlich ist es raus. Eine große Erleichterung für Robin. Bei Finja und Oliver ist in der Beziehung alles im Reinen. Es fehlt nur noch der verflixte Heiratsantrag. Für Finja klare Männersache. Oliver hat sich bis jetzt allerdings noch nicht getraut. Wenn du es dann noch plötzlich machst? Nee. Wird nicht passieren? Nee. Okay. Faro? Du bekommst jetzt in deinen Kopf gesetzt, dass du deinem Freund einen Heiratsantrag machen würdest. Am liebsten jetzt. Das ich ihm jetzt sage. Faro weckt Finja auf. Es folgt eine große Überraschung. Würdest du mich heiraten wollen?
Ja, das würde ich, mein Schatz. Das würde ich sogar sehr gerne. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich liebe dich auch, mein Engel. Finja kann es selbst nicht glauben, was sie gerade ausgesprochen hat. Aber jetzt wird endlich geheiratet und Oliver stellt klar, er macht demnächst trotzdem noch einen Antrag. Dann aber ohne Hypnose.